Hallo Leute, Marc hier von MacMap Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich den MJX Bux 3. Das ist ein RC-Quadcopter mit Brushless-Motoren. Der kommt direkt mit einer Halterung für Action-Kameras. Und das Ganze habe ich von Lightech.com. Das ist ein asiatischer Versandhändler, bei dem ich sehr, sehr gerne bestelle. Und dort kostet der Quadcopter zum Zeitpunkt des Videos ungefähr 99 Euro. Alle Links und Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Jawohl, und der Bux 3 ist ein Quadcopter, der wie gesagt eine Action-Kamera tragen kann. Hat sehr lange Flugzeit von bis zu 18 Minuten. Und den werde ich euch in diesem Video ausführlich vorstellen. Und am Ende des Videos machen wir natürlich einen ausführlichen Probeflug. Und jetzt würde ich sagen, packen wir den Bux einfach mal aus. Auf den Test des Bux habe ich mich richtig gefreut. Und wenn ich mir hätte selbst können einen Quadcopter zusammenbauen, dann wäre es wohl dieser hier geworden. Die Ausstattung ist mehr als gut. Wie gesagt, Brushless-Motoren sind verbaut. Die haben gegenüber normalen Motoren den Vorteil, dass sie einfach länger laufen, keinen Verschleiß mehr haben. Und Brushless-Motoren haben gegenüber normalen Motoren einfach mehr Power und setzen eben die Energie des Akkus besser um, haben also einen höheren Wirkungsgrad. Als erstes haben wir da schon den Adapter für das 220-Volt-System. Und hier haben wir noch die Anleitung. Die ist komplett in Englisch. Sprache gehalten und ein paar Bux-Aufkleber, finde ich jedenfalls schon mal sehr cool. Die Aufkleber selbst sind nicht für den Quadcopter, da sind schon welche drauf, die kann man sich also hinkleben, wo man will. Die Anleitung ist zwar komplett auf Englisch, erklärt aber alle Funktionen einwandfrei, ist also ziemlich ausführlich und da sollte man auf jeden Fall vorher einen Blick reinwerfen, um einfach zu wissen, wie hier alles funktioniert. Jawohl, und das hier ist der Bux 3, hier schön verpackt, man muss ihn noch montieren, das werden wir auch gleich noch machen. Was gleich auffällt, sind die silbernen Motoren, die silbernen Brushless-Motoren. Dann packe ich einfach mal aus. Das hier ist der Akku, der hat 7,4 Volt und 1800 mAh. Damit habt ihr eine Flugzeit von maximal 18 Minuten, was ganz ordentlich ist. Das hier sind die Prop Guards, um die Rotoren zu schützen. Dann haben wir hier die Rotoren plus Ersatzrotorblätter. Das hier sind die Landefüße, die ebenfalls noch dran geschraubt werden müssen. In diesem Beutel hier ist ein Schraubenzieher und ein Werkzeug, um die Rotoren wieder abzuschrauben. Die werden nur mit Hand aufgeschraubt und die kann man dann mit diesem Werkzeug wieder abmachen. Und dann hole ich einfach den Bux aus seiner Verpackung. So sieht das Ganze hier aus. Wunderbar voll verkleidet, sieht also richtig cool aus. Hier die Rotoren. Landefüße sind sozusagen auch schon dran montiert. Wenn man also keine Kamera dran machen will, kann man den auch schon so fliegen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr edles Teil und sieht optisch richtig cool aus. Hat vorne auch so ein bisschen Gesicht drauf und ein ziemlich helles LED. Ist also schon eine richtig coole Sache. Hier unten sieht man auch schon den Akkuschacht. Es gibt keinen Ein- und Ausschalter. Wenn man also den Akku ansteckt, geht das hier gleich los. Und hier unten ist der Akkuschacht. Also alles sehr aufgeräumt und ein cooles Design. Auch an der Unterseite ist der Bux mit ordentlichen LEDs ausgestattet. Man sieht also immer gut die Flugrichtung, wo man hinfliegt. Das ist ebenfalls schon mal ein sehr positiver Aspekt. Als nächstes haben wir hier die Halterung für die Kamera. Da passt eine GoPro Hero 4 direkt rein oder eine Xiaomi Yi Kamera oder sogar eine SJ Cam. Und das hier ist das Ladegerät. Da muss man auch diesen Adapter hier draufstecken und dann ist das soweit komplett. Mit diesem Ladegerät beträgt die Ladezeit ca. 4 Stunden, was noch im Rahmen ist. Bei Lightech steht, es würde 5 Stunden dauern, aber nach 4 Stunden ist der Akku voll, da ist auch ein LED dran, um zu sehen, wenn der Akku dann bereit ist. Als nächstes hier in der Verpackung haben wir noch die Fernbedienung, die sieht schon mal sehr cool aus, komplett in weißem Design. Die Knüppel müssen noch dran geschraubt werden, die sind hier ebenfalls nicht dran für den Transport. Und soweit haben wir fast alles, bis auf die Anleitung und die Aufkleber. Das wäre sozusagen der ganze Packungsinhalt. Und dann kann ich anfangen, den Quadcopter zu montieren. Als erstes werfen wir nochmal einen kleinen Blick drauf. Die silbernen Motoren fallen direkt auf, haben auch eine starke Wicklung. Wenn man da so ein bisschen dran dreht, merkt man schon, wie viel Power die haben. Die Propeller müssen noch draufgeschraubt werden. Das Ganze wird per Hand gemacht, zeige ich euch gleich. Hier vorne sind die Augen und das LED hier vorne. Hier an der Rückseite wird der Akku eingeschoben und da ist auch die Buchse, wo der Akku angesteckt wird. Wie gesagt, es gibt keinen Ein- und Ausschalter. Man schaltet den also ein, indem man einfach nur den Akku ansteckt. Das hier ist der Akku, den schiebe ich jetzt einfach mal rein. Der ist hier in so einem kleinen Cage verpackt, ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Und dann schiebt man den einfach nur so hier rein, der hält auch bombenfest. Und wenn der Akku drin ist, kann man dann hinten diese Buchse anschließen. Die passt auch nur in eine Richtung da rein. Und dann ist der Quadcopter auch schon startklar. Vor dem ersten Flug muss der Akku natürlich noch geladen werden, das werde ich ebenfalls gleich noch machen. Als nächstes werde ich die Rotoren montieren, die sind hier drin. Es gibt zwei Beutel, einmal die Rotoren selbst und einmal die Ersatzrotorblätter. In jedem Beutel sind alle Propeller drin, die man braucht. Einmal bezeichnet mit A und mit B, das sieht man so ein bisschen hier auf dem Motor selbst. Und auch an der Motorgondel steht ganz nah am Motor, am Kunststoff A oder B dran und ich schraube dann dementsprechend den Rotor A an die Motorgondel A dran. Das Ganze ist auch nochmal in der Anleitung erklärt. Und einfach mit der Hand einschrauben, das geht ganz easy. Und die Rotoren mit der Bezeichnung B haben Linksgewinde, die müssen also in die andere Richtung gedreht werden, da muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn man das Ganze festzieht, muss man den Motor so ein bisschen festhalten, dass das ganze Gewinde sich wunderbar eindreht. Relativ einfach und das Beil
beschädigende Werkzeug ist einfach nur dafür da, um die Rotoren wieder abzumachen und den Motor dabei zu halten. Jawohl, und wenn die alle montiert sind, ist der Quadcopter soweit schon flugbereit. Man kann natürlich noch die beiliegenden Propguards montieren, um die Rotoren zu schützen. Gerade für Anfänger empfiehlt sich das. Ist nicht unbedingt nötig, der Quadcopter fliegt auch so. Jeder dieser Propguard-Teile wiegt ungefähr 8 Gramm. Man hat also letztendlich damit 32 Gramm mehr Gewicht bei, was sich natürlich auch auf die Flugdauer auswirkt. Um die zu montieren, muss man einfach hier unten die beiden Schrauben aufdrehen, dann die Propguards hier einstecken und dann die beiden Schrauben wieder festziehen. Das macht man an allen vier Seiten. Und dann sind die auch schon montiert. Durch diese Propguards wird der Quadcopter auch etwas windanfälliger. Dementsprechend, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, kann man die ruhig weglassen. Auf jeden Fall ist die Montage relativ einfach. Es liegen auch Ersatzschrauben bei. Da hat man auf jeden Fall mitgedacht bei MJX. Das hier sind die Landefüße, die man montieren kann. Das würde ich euch empfehlen, gerade wenn man im Gelände startet, schützt man so die Unterseite. Und auch wenn man die Kamerahalterung montiert, braucht man die auf jeden Fall zum Starten und Landen. Die werden auch nur eingesteckt hier an allen vier Seiten und dann jeweils mit zwei Schrauben festgemacht. Geht auf jeden Fall relativ easy. Und auch für die Landefüße liegen jeweils Ersatzschrauben bei. Wenn man also mal was verliert, ist da nicht gleich alles verloren. Und wenn man die so einschraubt, muss man auch ein bisschen vorsichtig machen, denn man dreht hier direkt in den Kunststoff rein. Also die Schrauben nicht überdrehen und vorsichtig anziehen, bis die Landefüße soweit nicht mehr wackeln. Die verbaute Technik im Bugs 3 ist auf jeden Fall up to date. Der Quadcopter ist mit einer 2-Wege-Kommunikation ausgestattet. Wenn also zum Beispiel der Akku leer wird, dann hört man das auch in der Fernbedienung an einem Piepsgeräusch. Genauso ist jeder dieser Motoren mit einem extra Regler versehen. Deswegen ist das Ganze schon ordentlich gemacht. Und damit sind die Landefüße auch schon montiert. Hier unten sieht man auch, die haben eine weiche Polsterung an der Unterseite. Das macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck und ich denke mal, die sollte man auf jeden Fall dran montieren. Denn ich will natürlich auch noch die Kamerahalterung dran machen. Das ist diese hier. Diese Halterung passt direkt für diverse Action-Kameras, wie zum Beispiel die GoPro Hero 4 oder eine Xiaomi Yi oder eine SJ-Cam. Die kann man da einfach reinstecken und hält dann direkt. Andere Action-Kameras passen auch rein. Da gibt es nur Probleme mit der Höhe. Dann müsste man das Fach unten etwas aufstehen lassen und die Kamera dann mit Gummis fixieren. Das würde auch gehen. Die Halterung wird hier einfach nur eingeschoben und dann ist das hier schon drin. Die kann man auch so ein bisschen in der Neigung verändern. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, dass diese Halterung dabei ist und so habe ich mir das auch gewünscht. Und die Halterung lässt sich auch mit einem Handgriff über diesen kleinen Knopf hier wieder rausziehen. Definitiv ist das hier eine gute Idee, dass man so seine eigene Actionkamera nutzen kann hier in dieser Halterung. Je nachdem, was man für eine Kamera hat, kann man diese Halterung noch etwas anpassen. Ich habe zum Beispiel letztendlich ein kleines Loch reingebohrt, um an den Ein- und Ausschalter der Kamera zu kommen. Jawohl, der Akku muss noch geladen werden. Das Ganze dauert, wie gesagt, 4 Stunden, bis der Akku voll ist, einfach anstecken und dann habt ihr eine Flugzeit von maximal 18 Minuten. Ohne Kamera, mit montierter Actioncam, ist das Ganze etwas geringer von der Flugzeit, ca. 15 Minuten. Und dann haben wir natürlich auch noch die Fernbedienung. Hier fehlen noch die Knüppel, die liegen hier ebenfalls bei. Die müssen ebenfalls noch festgeschraubt werden und bei MJX hat man die weggelassen, damit die Fernbedienung mit in die Packung passt. Überhaupt ist bei den Asiaten alles ziemlich eng und stramm verpackt. Die Knüppel werden hier oben nur eingesteckt, die haben einen Sechskantmitnehmer. Und dann wird das Ganze einfach nur durch die beiliegenden Schrauben festgezogen. Leider liegen hier keine Ersatzschrauben bei. Man hat also nur diese zwei, die hier auf dem Tisch liegen. Die werde ich jetzt noch festziehen und dann ist die Fernbedienung auch schon einsatzbereit. Die Reichweite der Fernbedienung ist richtig utopisch. Ungefähr 300 Meter mindestens. Bei Litec steht sogar, dass die Reichweite bis zu 500 Meter reicht. Finde ich also schon mal richtig gut und kann das somit auch bestätigen. Also 200, 300 Meter ist auf jeden Fall ganz problemlos möglich. Jetzt ist soweit alles festgezogen und das Ganze ist fertig montiert. Die Fernbedienung selbst liegt sehr gut in der Hand auf jeden Fall, ist auch sehr übersichtlich gemacht. Hier oben gibt es nur 4 Tasten, eine Taste für die Geschwindigkeit. Der Quadcopter hat 2 Geschwindigkeiten. Die rote Taste ist dafür da, um den Quadcopter zu starten und zu stoppen. Auf der anderen Seite ist die Taste für die 360 Grad Flips und eine Taste für Foto-Video, falls man die Original MJX-Kamera hat. Umbetrieben wird die Fernbedienung mit 4 Batterien, AA Mignon Größe und wie gesagt, damit habt ihr ungefähr 300 bis 500 Meter Reichweite, was richtig gut ist und ich denke, soweit steht dem ersten Probeflug mit dem MJX Bugs 3 nichts mehr im Wege. Glücklicherweise hatte der Februar einige warme und windstille Tage, um das Ganze hier zu testen. Zum Starten des Quadcopters drückt man hier oben diese rote Taste, dann läuft der Quadcopter an und wenn man diese Taste wieder gedrückt hält, schaltet man den Quadcopter wieder ab. Das Ganze ist relativ einfach von der Bedienung. Eine Kamera habe ich ebenfalls schon eingelegt, das ist die Xiaomi Yi Kamera und soweit kann ich jetzt abheben. Wieder der rote Knopf, dann schaltet der Quadcopter in den Idle-Modus und dann kann man abheben. Und das ist auch tatsächlich der erste Probeflug mit dem MJX Bugs 3.
Die Brushless-Motoren geben sofort Power, der hebt ab, als wenn das gar nichts wäre, als würde gar keine Kamera unten dranhängen, steht richtig ruhig in der Luft, wie man hier schön sieht. Und dann kann es losgehen. Das ist Geschwindigkeitsstufe 1 und da ist er schon richtig schnell. Auch mal hier aus der Kameraansicht der Xiaomi-Kamera. Die Steuerung verhält sich sehr gutmütig. Man kann den Quadcopter auch in hohen Geschwindigkeiten wunderbar kontrollieren. Und wenn man hier so dreht auf der Stelle, das geht ebenfalls wunderbar von der Hand. Man hat also jederzeit das Gefühl, dass der Quadcopter direkt auf die Eingaben reagiert und das umsetzt. Man kann direkt wieder stoppen aus hoher Geschwindigkeit. Also vom Flugverhalten ist das einwandfrei. Da hat man auch mal einen 360-Grad-Flip gesehen. Und dann einfach wieder Vollgas, also vom Flugverhalten ist das richtig geil gemacht. In Geschwindigkeitsstufe 2 kommt dann auch richtig Fun auf. Der Quadcopter lässt sich sehr, sehr sportlich fliegen und gibt richtig Gas, wie man hier sieht. Vom Flugverhalten erinnert das sogar ein bisschen an einen Racing-Quadcopter. Also von der Geschwindigkeit her empfiehlt sich das durchaus auch für jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung hat mit dem Quadcopter-Fliegen. Natürlich kann man das Teil auch langsam fliegen und somit auch schöne Kameraaufnahmen machen. Man sieht hier auch unten an den Blättern, wie viel Power die Motoren haben. Und dann kann man auch wieder richtig Gas geben. Die Steigleistung ist mehr als enorm, also der reagiert wunderbar, als wäre einfach keine Schwerkraft vorhanden und saust dann nach oben. Die Reichweite ist ebenfalls mehr als enorm, wie man hier schön sieht. Man kann da schon die 300 bis 500 Meter voll ausfliegen und richtige Höhenflüge mitmachen. Also für den Preis von knapp 99 Euro bekommt ihr hier einen richtig, richtig gut abgestimmten Quadcopter. Und der zählt auch in meiner Sammlung, was die Geschwindigkeit und auch die Steigleistung angeht, ziemlich zu den besten, die ich bisher testen durfte. Und dazu kommt eben auch eine relativ lange Flugzeit von bis zu 18 Minuten. Wenn ihr natürlich eine Kamera ranhängt und die Prop Guards und auch die Landefüße, reduziert sich das so ein bisschen, so dass man am Ende mit voll angehängtem Gewicht immer noch auf so 13-14 Minuten volle Flugzeit kommt, was immer noch absolut in der Norm ist. Vergleichbare Quadcopter haben das 7-8 Minuten, wenn sie keine Brushless-Motoren haben. Und gerade das sportliche Fliegen macht extrem Spaß, wie man hier sieht, wenn man also Gas gibt. Auch in Geschwindigkeitsstufe 1 ist der Quadcopter immer noch richtig schnell, also dementsprechend würde ich euch das nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Platz habt, um den auch richtig ausfliegen zu können. Im Vergleich zu den Quadcoptern, die ich hier auf meiner Teststrecke teste, schätze ich die Geschwindigkeit ungefähr auf 70-80 Stundenkilometer ein. Dazu ist der Bugs 3 vom Flugverhalten richtig gut abgestimmt und trotz seiner hohen Geschwindigkeit sehr einfach zu fliegen. Und um den auch mal richtig ausfliegen zu können, habe ich hier auch mal die Location gewechselt. Mittlerweile war ich auch schon 3-4 Akkuladungen mit dem Bugs 3 draußen und habe richtig Gas gegeben. Ihr seht, wie ruhig der in der Luft steht und wie gut auch die LEDs von unten zu erkennen sind. Man sieht also jederzeit die Flugrichtung, die man einschlägt. Und hier sieht man auch sehr schön die Reichweite, genauso die Geschwindigkeit. Das ist Geschwindigkeitsstufe 2. Und da hat man extrem viel Spaß mit und macht auch sehr gute Kameraaufnahmen in dieser Geschwindigkeit. Normalerweise sind solche Highspeed-Aufnahmen, wie man gleich sieht, nur den Racing-Drohnen vorbehalten. Der Quadcopter steckt das wunderbar weg, als wenn gar keine Kamera unten dranhängen würde. Also das Flugverhalten ist richtig gut und ich kann den MJX Bugs 3 nur empfehlen. Ein richtig geiler Quadcopter, super abgestimmt mit ganz ruhigen Brushless-Motoren. Die Vibration wird auch nicht auf das Kamerabild übertragen. Also da hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht. Einziger kleiner Nachteil vielleicht, dass der Quadcopter keinen separaten Ein- und Ausschalter hat, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, da kann man wunderbar mit leben. Ansonsten bin ich mit dem MJX wunderbar zufrieden. Der ist für mich sozusagen fast der perfekte Quadcopter. Zum einen wegen der richtig hohen Geschwindigkeit dank der Brushless-Motoren. Dann ist die Flugzeit richtig gut und auch die Reichweite richtig hoch. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine Halterung für Action-Kameras. Also da ist soweit alles zusammengekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Und wenn man auf solche Sachen verzichten kann wie GPS oder Höhenfunktion, hat man mit dem Bugs 3 einen der besten Quadcopter, die es im Ready-to-Run-Bereich gibt. Durch die Brushless-Motoren ist der MJX natürlich etwas teurer als vergleichbare Quadcopter, die normale Motoren haben. Dennoch macht ihr mit dem Preis von knapp 99 Euro damit gar nichts falsch. Alle Links und Informationen dazu findet ihr natürlich, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich komme nämlich schon langsam zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Quadcopter, dann schreibt die in die Kommentare, ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMap Studios. Ciao!